Grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid im Naturgarten. Heute haben wir, glaube ich, richtig ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich es geht eigentlich um Wildbienen. Viele kennen das gar nichts, viele sagen denen überhaupt nichts. Wir schauen uns heute an, was sind Wildbienen überhaupt, wieso sind Wildbienen so wichtig, ist ein Unterschied zur Honigbiene, die ja jeder kennt. Und was am wichtigsten ist, was könnt ihr in eurem Garten, ganz egal wie groß oder klein der ist, machen, damit ihr dieses super Lebewesen unterstützt. Und dann zeigen wir euch noch einen kleinen, feinen Deko-Tipp von der Cosi, wenn ihr vielleicht einen Topf habt oder einen Trog, wo gerade ein bisschen wenig blüht, wie ihr den so richtig super aufstylen könnt, damit das wirkt. Bleibt dabei! Ja, viele werden sich jetzt fragen, okay, Wildbienen, ja, ist vielleicht schön und gut, aber wieso sollte mich das überhaupt interessieren? Wir erleben, eigentlich kann man sagen, so seit die 50er, 60er, 70er Jahre einen dramatischen Rückgang in der Insektenwelt. Der nimmt auch zu. Und es ist nicht nur einerseits die Menge der Insekten wird viel weniger, sondern auch die Artenvielfalt. Und gerade bei den Wildbienen zeigt sich das ganz dramatisch und stark. Wir haben ja über 700 verschiedene Arten in Österreich. Und vielleicht kennt ihr dieses ein bisschen unglückliche Wort Insektenhotel. Da kann man leider sehr viel Ramsch kriegen zum Kaufen. Und ich zeige euch jetzt, wie sowas eigentlich wirklich ausschaut, weil das ist eine Wildbienen-Nisthilfe. Und damit sowas in euren Garten richtig macht, zeige ich euch, wie das geht und was da beachten müsst. Solche Nisthilfen für die Wildbienen sind deshalb, finde ich, so wertvoll, weil es den meisten von uns, war ja bei mir auch nichts anderes, einmal verdeutlichen, diese Lebewesen gibt es wirklich, die sind da. Sobald du diese Nisthilfen ausbringst, mit ein bisschen Glück am richtigen Platz und wenn genügend Blüten sind im Garten, dann werden die von den Wildbienen besiedelt. Das heißt, eigentlich legen sie ihre Nachkommen da rein. Das heißt, da kommen die Eier rein und werden dann mit Pollen verproviantiert. So sagt man, ist ein kompliziertes Wort. Und deshalb müsst ihr viel, viel Blüten im Garten haben, damit viel Pollen von diesen Wildbienen gesammelt werden kann. Also ich würde sagen, wirklich in jedem Haushalt, in jede Schule, in jedem Kindergarten, in jede Firma gehört zumindest auch so eine Nisthilfe, dass man mal ein bisschen das erlebt, dass diese Tiere wirklich gibt und wie vielfältig und verschieden die sind. In dem Fall jetzt, was ich da liegen habe, das sind sogenannte Hartholzblöcke mit Bohrungen. Und wenn es die ausbringt im Garten, schaut es immer, dass eher ein trockenes, geschütztes Platzerl ist. Es wird nicht ganz extrem heiß sein. Aber man sieht dann auch da neben mir, was da schon los ist. Und das war vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis. Es braucht sich nicht fürchten vor den wilden Bienen. Sie könnten theoretisch stechen, nur die Stacheln sind so klein und die Bienen so mini, die kommen nie durch unsere Haut durch und haben auch gar kein Interesse, weil es jeweils allein in so einem Gang wohnen. Das heißt, die müssen jetzt keinen Staat verteidigen, so wie die Honigbiene. Sind also, merkt ihr, die sind total friedlich. Die schwirren neben mir aus und ein. Und allein da, wenn ich reinschaue, ist schon so eine Vielfalt an verschiedensten Wildbienen. Wir haben ja über 700 in Österreich. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass man mit diesen Maßnahmen im Garten immer nur einen gewissen Teil anlocken kann oder eben Hilfe zum Nisten geben kann, weil die meisten eigentlich eher im Erdboden nisten wollen, die bevorzugen das. Aber einen gewissen Teil können wir super mit diesen Hartholzblöcken anlocken und in Wahrheit sind diese Hartholzblöcke eigentlich ein Imitat von einem toten Holz, wo zum Beispiel Käfer irgendwelche Gänge einmal reingebohrt haben. Also wenn ein Baum wo abstirbt in der Natur, dann bohren meistens Käfergänge rein. Und das suchen sie dann die Wildbienen aus zum Brüten, weil es ist trocken. Und trockene Plätze sind in der Natur sehr rar. Und sowas brauchen sie eben, damit diese Brut sich da drinnen gut entwickeln kann. Das müsst ihr euch vorstellen, diese verschiedenen Löcher, die da gebohrt sind, gehen ungefähr 10 cm, 15 cm tief rein. Und da legt die Biene ein Ei nach dem anderen rein. Und nach jedem Ei muss sie eine Zwischenwand einziehen. Und man sieht das schon heraus, da der letzte Deckel, sie sammelt im Garten Lehm, Erde oder irgendwelche Materialien und da macht sie dann den Deckel zu und drinnen macht sie dann mit Zwischenwände. Und jedes Mal kommt ein kleines Ei hineingelegt und jedes kleine Ei muss versorgt werden mit wirklich einer großen Menge an Pollen.
Und diesen Pollen muss bei euch im Garten oder umliegend sammeln und der wird dann da rein transportiert. Also unglaublich viel Arbeit für so ein kleines Lebewesen. Für ein Ei muss die Wildbiene Dutzende oder Hunderte Blüten besuchen. Das heißt, das könnt ihr euch vorstellen, wie viele Blüten das wir haben müssen, dass wir die gut versorgen können. Sie legen da eine Reihe Eier, wo es halt Platz hat, rein und machen dann vorne den Deckel zu, damit das Ganze abgesichert ist, damit da keine anderen Tiere reinkommen. Und dann ist für die Biene eigentlich das Geschäft erledigt, dann macht es vielleicht die nächste. Und je mehr Nahrung wir in der Landschaft bereitstellen, desto effizienter und schneller können die Bienen das machen, ohne das zu erschöpfen, weil sie jetzt mal so weit fliegen müssen, dass sie irgendwo eine Blüte finden. Jetzt ist das natürlich mit den Harzholzblöcken eher was Aufwendiges, kann man selber machen, kann man auch kaufen, soll aus einem guten Holz sein. Es kennt aber noch viel, viel andere Möglichkeiten. Ganz, ganz einfache. Zum Beispiel in Schilfröhrchen. Wahrscheinlich, wenn ich die da herhalte, werden sie gleich reinfliegen. Einfach Schilfröhrchen abzwicken mit einer Schere. Wenn ihr es das abzwickt, dann gebe ich euch vielleicht einen Tipp. Es könnt ihr dann eben zusammenbinden zu so Bündeln oder ich habe es da unterm Dach eingebaut. Die müssen eben waagrecht eingebaut werden und sollen nicht angeringt werden. Das heißt, das muss trocken bleiben. Aber das Thema ist, wenn man diese Schilfröhren schneidet, ich zeige euch das jetzt da, wenn ich die schneide, dann reißt das meistens ein, weil das Schilfrohr so trocken ist. Da ist es einfach über Nacht in der Wasser liegen, in der Badewanne oder in einem Gartenteich, wenn ihr es habt. Und dann könnt ihr das wunderschön schneiden. Und wichtig ist nur, das sieht man da jetzt super, es gibt da so Zwischenwandungen in den Schilfröhren. Und so eine Zwischenwandung soll immer hinten drinnen sein. Zwicken wir jetzt einmal ab. Dann kann nämlich die Biene von da vorne bis da hinten alles voll machen mit ihren Eiern. Liegt eben so waagrecht da. Und da ist ein schöner Deckel, weil die Bienen mag nicht, wenn es zirkt. Und sowas, das könnt ihr euch basteln und überall im Garten, wo ihr denkt, da ist ein bisschen sonnig, da ist trocken, legt solche Stauern hin. Aber schützt sie so ein bisschen, weil die Meisen wissen das auch, was da drinnen ist. Und die ziehen die Stauern dann gern raus und holen sie dann die Larven. Das, was ich da habe, das ist, haben viele von euch im Garten, das ist von einer Brombeer ein Teilstück. Und auch da sieht man wieder, da sind so Zwischenwände drinnen. Und das war auch wichtig, wenn sie sowas montiert, diese Brombeerstaberln, die haben drinnen eine Mark. Die habe ich vor keine zwei Wochen aufgehängt. Man sieht da schon ein kleines Löchchen. Die ist schon besiedelt. Da ist schon eine Wildbiene reingegangen. Das ist unglaublich, wie schnell das geht. Brombeeren muss man eh jetzt ja schneiden. Und dann könnt ihr euch diese Stauern herzwicken, so in der Länge oder ein bisschen länger. Und die müsst ihr aber senkrecht montieren. Ganz egal wo, irgendwo, da kannst du draufregnen. Die können mitten im Garten wo stehen. Ich tue es gern auf einen Zaun, auf Staketen, wo es einem einfällt. Auf der Terrasse, wenn ihr einen kleinen habt, tut es zu, weil dann könnt ihr die Bienen beobachten. Das bindet sie einfach zu, sodass sie sich emarieren kann. Und dann heißt es warten und meistens kommen dann gleich einmal die Bienen und bohren da Löcher rein, graben sie dann rein in dieses Mark und da werden dann wieder die Eier da rein auch reingelegt. Und man kann wirklich die Bienen oft beobachten, wie sie aus- und einschlürfen. Ja, aber wieso sind Wildbienen überhaupt so wichtig? Es ist zwar immer ein bisschen eine menschliche Sicht natürlich, die wir auf die Dinge haben, weil für uns ist immer dann wichtig, wenn es für uns irgendeine Leistung erbringt. Aber die Wildbienen bringen für die Natur insgesamt so eine gigantische Leistung, weil sie einfach so extrem fleißige Bestäuber sind. Natürlich haben wir die Honigbienen, wir wollen uns auch da gar nicht mit den Imkern anlegen, die Honigbienen sind wirklich auch wichtig, aber die Honigbienen, sagen wir mal so, die Honigbiene ist so richtig ein Generalist. Die nimmt sehr viele verschiedene Blüten, alles was da ist, deswegen ist er so erfolgreich. Und die Wildbienen sind sehr oft, deshalb gibt es ja 700 verschiedene, ein bisschen spezialisiert. Das heißt, es gibt verschiedene Pflanzen oder Pflanzenfamilien, wo nur diese Wildbienen draufgehen. Und wenn wir die Wildbienen nicht haben, dann werden diese Pflanzen zum Beispiel nicht bestäubt. Und ich habe mich da jetzt nicht ganz zufällig neben einen Obstbaum gestellt. Auch in unseren Obstanlagen machen diese Wildbienen, zu denen übrigens auch die Hummeln gehören, die Hummeln zählen zu den Wildbienen, wirklich eine unglaubliche Leistung in der Bestäubung. Sie haben eine sehr, sehr effiziente Bestäubungsart.
ist sogar effizienter wie die der Honigbiene. Man muss das jetzt nicht werten oder vergleichen, aber sie machen im gleichen Zeitraum einfach mehr Bestäubungen und sehr effiziente Bestäubungen. Also jeder, der Obst im Garten hat oder Gemüse oder einfach seine Blüten kultivieren will und dann will, dass das Ganze gute Frucht und Samen abwirft, der muss einfach schauen, dass er viel Wildbienen hat, weil die so wertvoll für die Bestäubung sind. Es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was so die Unterschiede sind von der Honigbiene zu unseren Wildbienen. Die Honigbiene ist ganz ein eigenes Lebewesen, ein faszinierendes Lebewesen, weil sie bildet Staaten. Die Staaten können enorm groß werden, das wissen die Imker. Tausende, aber tausende Individuen sind in einem Staat organisiert, also unglaublich interessant. Nur ist es so, dass die Honigbienen eigentlich eher, es gibt kaum mehr Wildlebende in Europa, ganz wenige Relikte noch. Das heißt, die wird eigentlich vom Imker betreut. Und bei unseren Wildbienen ist es ganz anders. Die haben niemanden, der sich kümmert um sie, sondern die müssen sozusagen ganz auf sich allein gestellt. Und da passt das Wort ganz gut, allein. Weil die meisten Wildbienen leben eigentlich allein. Bis auf das kurze Treffen, was sie mal mit einem Wildbienenmann haben zur Paarung, leben die allein und versorgen ihre Brut. Das heißt, das sind eigentlich Einzelgänger. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel die Hummeln. Hummeln sind auch staatenbildend, aber machen ganz, ganz kleine Staaten jetzt im Vergleich zur Honigbiene. Und ganz interessant ist auch bei den Wildbienen, die müssen große, große Mengen an Pollen eben sammeln für ihre Nachkommen. Und das ist vielleicht so ein interessantes Unterscheidungsmerkmal. Und Wildbienen sind einfach so divers, also so extrem vielgestaltig und brauchen ganz, ganz viele verschiedene Lebensräume. Das ist bei der Honigbiene eben nicht der Fall, weil die hauptsächlich vom Imker eben ihre Behausungen kriegt. Und die Wildbiene ist dadurch einfach viel mehr darauf angewiesen, dass die Landschaft vielfältig ist und dass ein vielfältiges Blütenangebot für sie vorhanden ist. Jetzt wäre natürlich das ganz, ganz interessante Überthema, was kann ich selber persönlich in meinen Garten, egal wie groß das ist, du kannst in einem ganz kleinen Garten oder überhaupt nur auf einem Balkon oder in einem großen Garten was machen für die Wildbienen. Und eigentlich denken wir immer, sind es zwei Sachen, die man sich so ein bisschen vor sein geistiges Auge halten kann, nämlich einerseits Blüten, Blütenreichtum und den schauen möglichst mit heimischen Pflanzen. Weil dann haben sie einmal überhaupt die Nahrungsgrundlage, natürlich für sich selber, aber auch für die Nachkommen. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, klingt immer ein bisschen theoretisch, Strukturen schaffen. Weil es so viele verschiedene gibt, brauchen die alle ein bisschen verschiedene Sachen. Von manchen wissen wir noch gar nicht genau, was sie brauchen oder wo sie sich wohlfühlen. Aber sie brauchen eben Möglichkeiten, wo sie ihre Brut aufziehen. Wie wir es vorher gesehen haben, vielleicht in einem Baum, in einem alten abgestorbenen, wo Löcher sind, in Schilfröhren oder in abgeknickten alten Pflanzenteilen. Also nicht immer gleich alles wegmähen, Blumenwiesen einmal stehen lassen oder Stängel stehen lassen. Manche gehen in diese Stängel rein. Also verschiedenste Strukturen schaffen. Es gibt wirklich ganz viele Dinge, die du machen kannst. Eine davon, deshalb sieht man das da ganz schön, ist eher sich selber den Vorsatz nehmen, Blumenwiese statt Rasen. Man muss das jetzt auch gar nicht zu konsequent machen, aber schaut einfach, dass wieder viele Dinge im Garten zulässt, Blumen, die ihr vielleicht früher nicht gern haben wollt, weil ihr gedacht habt, das ist ein sogenanntes Unkraut. Gerade unsere Unkräuter, dieser unsägliche Name eigentlich, wie Disteln, sind unglaublich wertvoll für unsere Wildbienen. Und es könnt solche blumenwiesenartigen Arrangements, wie es ich da habe, machen. Die brauchen sehr, sehr wenig Pflege. Man schneidet die nur einmal weg im Jahr und du kannst wirklich eine Vielzahl und eine Menge unterbringen von Pflanzen. Aber auch in der Wiese kann man einen Günsel zum Beispiel wachsen lassen. Den lieben die Bienen. Und was auch noch wichtig ist, wo vielleicht auch die Gärtner viel umdenken müssen, es gibt immer wieder Bereiche, auch da in dieser Böschung, da wächst es nicht gut. Da kommt nichts außer, weil es trocken ist, weil keine Ahnung, der Regen, das immer abschwemmt. Und solche offenen Stellen sind aber für eben diese bodenbrütenden Bienen so wertvoll, die man mit den Nisthilfen nicht so ideal unterstützen kann.
Und deshalb keine Furcht mehr vor der Lücke, sondern lasst es einfach zu. Und mit etwas Glück siedeln sie genau dort, wo man sich das nicht für möglich oder wo man sich das nicht vorstellen kann, die Wildbienen an. Auch wirklich einfach ist und so super. Es kennt euch eine Töpfe oder wenn ihr auch Terrassen habt, euch eine Blumenkiste mit heimischen Pflanzen setzen. Mit heimischen Wildpflanzen. Die sind den Zuchtstaden um nichts überlegen, eher sogar meistens im Vorteil, weil sie einfach so hart im Nehmen sind. Ich habe jetzt da ein recht schönes Beispiel. Und es ist ja oft so, dass ein Topf manchmal so eine Phase hat, wo er nicht so schön ist, wo wenig blüht. Da zeigt euch jetzt die Kose eine super Methode, wie ihr sowas ein bisschen aufstylen könnt. Und das sage ich auch dazu, aufstylen könnt ihr es dann am besten, wenn ihr im Garten viel Blüte habt. Dann tut es euch immer leicht. Für Kosis Deko-Tipp brauchen wir heimische Blumen aus dem Garten, abgeblühten Rheinfarn oder abgeblühte Stauden, leere Glasflaschen, gerne auch in unterschiedlichen Größen, ein Juteband, einen Spagat oder eine andere kräftige Schnur, eine Schere und eine Heißklebepistole. Der Rheinfarn wird jetzt einfach um eine Flasche gebunden und anschließend mit Heißkleber, Juteband und Spagat dekorativ befestigt. Jetzt werden die Flaschen mit dem Stängel des Rheinfarns in die Blumentöpfe gesteckt. Noch mit Wasser befüllen und mit heimischen Blumen dekorieren. Und schon erstrahlen trostlose Blumentöpfe in wunderschönem Glanz. Wenn ihr Töpfe habt, ihr könnt euch richtig austoben und alle diese Wildblumen reinsetzen, zum Beispiel, so wie wir es da haben, die Himmelsleiter, die Kuckuckslichtnelke, dann haben wir da die Bergflockenblume, eine rote Lichtnelke, alles Pflanzen, die die Bienen sehr gern mögen. Oder was haben wir da noch? Da haben wir die Nachtviole, die hat so einen betörenden Duft, ist zwar eher eine Schmetterlingspflanze, oder der Tipptamm. Also ihr seht es da in so Töpfen, was da möglich ist. Und es gibt da nicht so viele Studien dazu, aber man kann sich ungefähr, was sind Studien so in etwa herausgefunden haben, wenn wir uns die heimischen Pflanzen nehmen, die bei uns wachsen, in unserer Natur, aber halt leider auch immer weniger werden, 80% in etwa werden intensiv von den Wildbienen genutzt, von diesen heimischen Blütenpflanzen. Weil manche Blütenpflanzen sind ja so speziell, dass nur zum Beispiel ein Schmetterling die nutzen kann.
Und von den ganzen Exoten, die wir auch sehr viel in unseren Gärten haben, werden in etwa nur 10% von den Wildbienen genutzt. Das heißt jetzt nicht immer, dass eine Pflanze schlecht ist, die vielleicht aus, sagen wir, aus dem mediterranen Raum ist. Der Lavendel, der wird sehr, sehr viel genutzt. Aber so im Schnitt werden die einfach viel, viel weniger genutzt. Und ist klar, weil die haben sie miteinander gemeinsam in der Evolution über Jahrtausende, manchmal sogar noch mehr, entwickelt. Und die Blüten haben sie auf die Bienen abgestimmt, damit eben eine optimale Bestäubung stattfindet. Das heißt, die sind in irgendeiner Form voneinander wirklich abhängig. Und so ganz eine herausragende Blütenpflanze möchte ich euch noch zeigen, das ist der Wiesensalbei. Eine wunderbare, herausragende heimische Blühpflanze ist der Wiesensalbei. Der blüht ein bisschen vor dem Lavendel, schaut er mir irgendwie ähnlich. Und der ist so richtig gebaut, oder die Blüten sind gebaut für die Wildbienen. Für größere Hummeln zum Beispiel, das zeige ich euch vielleicht nachher. Da hat die Blüte sogar so einen eigenen Mechanismus, ich glaube man sagt Schlagbaummechanismus, der ideal den Pollen dann auf den Rücken einer Hummel oder einer größeren Wildbiene befördert. Und interessant ist beim Salbei, er ist nicht nur für die Wildbienen so wichtig, sondern auch einige wirklich schöne, seltene Schmetterlinge nutzen den zur Eiablage. Und da fressen dann die Raupen, die nutzen den als Futterpflanzen, zum Beispiel der russische Bär, der nutzt den ganz gern, legt die Eier drauf. Also wirklich eine super einheimische, ja, unsere Wiesenpflanze ist es. Momentan, ich will es fast Hype nennen, sind sogenannte Sandarien. Das ist eigentlich, wie soll man das erklären, ein Sandbereich, wo viele Menschen, die Wildbienen lieben, sich erhoffen, dass sie von den Wildbienen auch besiedelt werden. Wir machen heute so ein Sandarium und ich sage es aber gleich dazu, ich möchte ein bisschen die Erwartungen einbremsen. Geht es nicht gleich davon aus, dass das super funktioniert. Sandarium finde ich, hat diesen großen erzieherischen Auftrag vielleicht, dass man sich darüber Gedanken macht, wo wollen Wildbienen überhaupt leben. Ich habe vorher mal kurz erwähnt, ungefähr 2/3 unserer heimischen Wildbienen, also es sind um die 500, die sind eigentlich eher bodennistend. Das heißt, die besiedeln im Boden verschiedenste Bereiche. Wir wissen oft überhaupt nicht, welcher Ort vom Boden für die ideal ist. Da habe ich selbst schon verschiedenste Sachen gesehen. Auch schwere, lehmige Böden, so wie es wir da haben, sind wieder ganz eigene Bienen. Wer eher in einer Sandregion lebt oder wo es diese Lössböden gibt, das mögen diese Wildbienen ganz gern. Da bohren sie sich dann richtig so in so sandige, zum Teil sogar kiesig-steinige Böden rein, wann die Struktur stimmt. Und jede Biene will ein bisschen was anderes. Und mit diesem Sandarium imitierst du sozusagen einen Boden, der gut dafür geeignet ist. Wenn sie ein wachsames Auge kriegt für das, und für das ist ein Sandarium, finde ich eigentlich gut, was ist für Bienen ideal, dann findet man oft an den interessantesten Stellen diese Wildbienen, nämlich zum Beispiel unter Balkonvorsprüngen, unter Dachvorsprüngen, wo es trocken ist, wo ein bisschen ein Sand oder ein Schotter liegt. Oder was immer ein guter Tipp ist, geht in der Nachbarschaft einmal herum und schaut in den verlassenen Sandkisten der Kinder, wo die Kinder nicht mehr spielen. Und da finden sie dann gern diese Wildbienen ein. Und im Sandarium macht man das Ganze eigentlich nach. Den wichtigsten Tipp, den ich euch gebe für Sandarium, oder ich gebe euch eigentlich 2 Tipps, es müsst einen Sand nehmen, der einigermaßen dafür geeignet ist, oder einen Schotter. Es darf kein gewaschener sein, so wie man hauptsächlich in den Baumärkten kriegt, in Säcken. Das ist fast immer gewaschen. Es braucht einen ungewaschenen. Also es muss ein feiner Anteil dabei sein. Schaut dann eher aus wie so ein Schotter, nennt man das. Und der 2. Tipp, setzt einfach in unmittelbarer Nähe viele wieder heimische Wildpflanzen, die den Pollen geben. Weil nur wenn ihr die Bienen anlockt,
weiß den Pollen sammeln, dann habt ihr vielleicht auch die Chance, dass euer Sandarium annehmen. Wäre natürlich super, wenn das passiert. Ein wichtiger Tipp noch am Schluss, ein Gefäß, das ihr nehmt, ihr müsst da unbedingt Löcher reinbohren, weil sonst habt ihr eine Badewanne. Schaut ein möglichst großes Gefäß, nicht zu kleine Gefäße, das ist dann richtig ein Riesenzufall und ein Glück. Und dort, wo es aufstößt, soll es eher vielleicht regengeschützt sein, dass es so ein bisschen im trockeneren, sonnigen Bereich ist. Und vom Sand her eben ganz wichtig, ein ungewaschener Sand oder Kies oder Schotter, so in die Richtung wird das bezeichnet. Die Körnung ist nicht so wichtig, ganz zu grob darf es nicht sein, weil ihr müsst euch vorstellen, eine Biene ist klein und die kann keine großen Steine bewegen. Also so eher was Feineres. Ich würde jetzt einmal sagen, vor der Mindesttiefe 10 cm ist fast schon lächerlich. Das ist einfach sehr wenig. Da muss man richtig Glück haben, besser sind 15, 20. Es gibt Wildbienen, zum Beispiel Blattschneiderbienen, wenn die Gänge graben, die graben bis zu einem halben Meter tief. Also man sieht in der Natur, wie tief diese Bienen da reinkommen. Also schaut, dass ihr eine gewisse Tiefe einfach habt, dann füllt das auf mit dem Material. Das Schöne ist, bei diesem ungewaschenen Sand oder Schotter, es könnt direkt da Pflanzen reinsetzen. Klingt jetzt komisch, aber wer in der Nähe eine Schotter- oder Kiesgrube hat, der hat das sicher schon erlebt, dass da die verschiedensten Pflanzen sehr gut wachsen, obwohl sie im Schotter wachsen. Schotter hat Nährstoffe, Kalk und so weiter, verschiedenste Dinge sind da drinnen, die Pflanzen aufschließen können. Aber er darf nicht gewaschen sein. Und mit dem hat man vielleicht ein bisschen einen Lockmagneten für diese Wildbienen, dass sie einfach aufmerksam gemacht werden. In der Natur sind die Strukturen meistens eher größer. Und sie suchen das, wir wissen nicht, wie sie es genau finden. Die Pflanzen sind natürlich super, wenn sie was nehmt, was die Wildbienen gern haben. Blüht noch nicht, aber kommt bald. Absolutes Highlight für sehr, sehr viele Wildbienen, Glockenblume. Mit Glockenblume macht es nie was falsch und es gibt so kleine, das ist die rundblättrige Glockenblume, die bleibt dann niedrig, macht schöne Polster. Ehrenpreis, immer super. Die Bienen lieben den Ehrenpreis, also unsere Wildbienen, auch die Honigbienen natürlich. Das ist der große Ehrenpreis, wird aber nicht sehr groß. 20-30 cm so in etwa und ist ein super Magnet. Das ist auch was Besonderes, die Sandgrasnelke. Das ist immer gut in Sandarien, weil das bleibt klein, kompakt, macht unten so eine feine, gräserartige Blattrosette und an so Stängeln kommen dann die Blüten. Das wird dann noch eine schöne Kugel und die wird auch von so ganz speziellen, eher kleineren Wildbienen gern beflogen. Die setzen wir rein. So, dann machen wir noch ein paar organische Strukturen drauf. Das gefällt dir auch oft, wenn das ein bisschen nicht zu rein ausschaut. Die Schneckenhäuser übrigens ist vielleicht ein bisschen symbolisch, aber es schaut auch lieb aus. Es gibt sogar Wildbienen, die brauchen Schneckenhäuser. In die Schneckenhäuser legen sie ihre Eier rein und tragen dann den Pollen nach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann freuen wir uns über ein Like. Mehr Inhalte habt ihr da oben. Und super war es natürlich, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.